Es ist mal wieder ein Abwärtstag. Wir sehen das hier. Das ist der S&P Future in dem Fall. Und wir sehen, es ist ein Abwärtstag. Und wir sehen dieses Limit Down wieder. Wir sind wieder begrenzt in der Abwärtsseite, vorbörslich noch im Moment. Also keine Bewegung hier mehr zu sehen. Nachdem wir hier so runtergegangen sind, die 5% hier bis in die Limit Down Area hier rein, da ist dann nichts mehr zu sehen. Der Markt wartet also jetzt da drauf und wir müssen damit rechnen, dass es hier abermals ein Gap gibt. Das Ganze hatten wir ja schon mehrfach. Wir sehen das hier immer mal wieder, dass wir diese Flat-Dinger da drin hatten, wo es einfach nicht mehr weiterging. Also offensichtlich noch etwas, was uns ein bisschen begleiten wird. Ein bisschen ein Hoffnungsschwanger ist die Bewegung, die wir hier in der Abwärtsseite haben, denn das, was wir hier sehen, verliert so ein bisschen an Vortrieb. Selbst wenn es jetzt noch tiefer runter geht, was nicht untypisch jetzt wäre, würde das aber bedeuten, wir gehen sehr korrektiv nach unten und korrektiv in Trendrichtung. Und der Trend ist zweifelsfrei nach unten. Korrektiv in Trendrichtung ist ein klassisches Bild für, es geht dem Ende entgegen. Und damit meine ich in dem Fall den Crash. Vorläufig zumindest mal diese Bewegung, nicht unbedingt jetzt dem Ende der Zeiten. Trotz alledem nicht übermütig werden, auch wenn der Markt tatsächlich irgendwann mal eindreht. Ob das heute jetzt schon der Fall sein wird, das wird abzuwarten sein, aber müssen wir damit rechnen, dass es in der Folge später sogar noch tiefer nach unten kommt, ist aber eine andere Geschichte, die wir ein andermal erzählen wollen. Das zieht sich ein klein bisschen länger nämlich. So, damit sich das aber hier nicht so sehr zieht, wollen wir jetzt mal auf Shimizu-san hören, denn der hat ja immer eine tolle Idee, was für den heutigen Tag wichtig ist. Ein paar Daten gab es schon. CPI-Daten gab es heute schon. Ich glaube, die sind mit 0,7 ein bisschen besser ausgefallen als zuvor. Naja, was heißt besser? Höher zumindest mal. Und die die Bauzulassungen, die sind ein bisschen zurückgegangen, aber wer will in den heutigen Tagen schon bauen? Lassen wir uns da mal nicht irreführen. Diese Daten sind sicherlich nicht ganz so relevant. So, und in diesem Fall werde ich jetzt mal eben geben, auch wenn das Bild wahnsinnig dunkel ist, warum auch immer. Na, ich weiß warum, weil hier ist das Licht, aber das Licht sitzt auch hier gegenüber und deshalb wechseln wir jetzt auf Shimizu-san. What is most important for you today? FOMC is canceled today canceled from yesterday and today. Their regular meeting because they already have cut the rates 50 basis points earlier this month, and over the weekend they cut the 100 basis. Basically, a month ago the rate was 1.25 to 1.75. Now it's nil to 0.25, and if they did gather, they wouldn't have anything to do with it anyway. So what they will do, they will probably say, okay, there how isn't are the kids? Anything, yeah, there's anything we could do. Let's go to lunch. Oh no, we can't go out. So it's a bad idea. So FOMC is not going to be happening today. Only thing is everybody looking for a cash at this moment. For the cash purposes, they're selling gold, they're selling everything. I guess this is coming to really pretty much end of the story. After the yesterday's close, Boeing, the big airplane maker, they asked for not just itself, but for the aerospace industry, $60 billion for a subsidy. And this is like a really ridiculously big amount of money. And President Trump basically said, yes, he will do it. All right. It's pocket money. And also we have a Deutsche Bank today. Today's report saying the April, June, that's second quarter of 2020, Eurozone GDP would go down 24%. 24%. This is not China. This is ridiculously depressing number. And I guess we will be start seeing those numbers from now on, because the virus effect will be a big swing on economic releases from going forward. And I guess we'll just have to wait how the virus will play out. But in the meantime, everybody needs the cash. Do you have 5 euros that I can borrow so that I could go to lunch? I have a little bit of... If you have a Japanese yen, that would be acceptable too. But
Well, don't worry, I will get it from the government. Arigato gozaimashita. Ja, in der Tat, ein bisschen Humor sollen wir uns schon noch bewahren. Tatsächlich tut sich ja einiges. Die FED, die hat ihr Treffen abgesagt, denn was sollen sie noch besprechen? Die haben ja schon zweimal gesenkt, jetzt auf 0 bis 0,25. Also da ist nicht mehr wirklich was zu holen. Deshalb hat man gesagt, dann lassen wir es halt auch gerade sein. Auf der anderen Seite, die Deutsche Bank hat schon angekündigt, oh, vorsichtig, das Wachstum wird sicherlich sehr, sehr schwach ausfallen. -25%, ganz grob jetzt gesprochen, wird das wohl ausfallen. Ja, mit was wollen wir denn rechnen? In China ist es ja auch schon ziemlich dramatisch zurückgegangen. In Deutschland wohl auch, und das Weltwachstum wird wohl auch sehr, sehr stark eben nach unten gehen. Insofern sollten wir nicht mit zu viel rechnen aktuell. Boeing hat bei Trump mal höflich angefragt, 60 Milliarden bräuchten wir dann mal ganz gerne als Unterstützungshilfe. Und Trump habe wohl gesagt, naja, das wird wohl nicht das Problem sein. Wenn ihr das braucht, dann kriegt ihr das auch. Also der Markt aktuell in einem sehr eigenartigen Modus. Wer eine Forderung hat, der kann gerne kommen. Chemie-Susan hat das Ganze noch geendet mit, wer nochmal 5 Euro hat, ich nehme das gerne an. Jeder geht in Cash, alle Märkte gehen runter, keiner will Gold oder sonst irgendwas haben. Wir bleiben also lieber liquide. Und das wird möglicherweise noch eine ganze Weile so gehen. Also in diesem Sinne, vorsichtig an den Märkten. Es ist damit zu rechnen, dass wir die aktuelle kurze Abwärtsbewegung oder die jüngste, die wir jetzt haben, vielleicht ein bisschen in das Ende kriegen. Allerdings auch bullische Märkte jetzt zwischendurch mal sollten uns nicht zu Übertreibungen oder zu Hochstimmung antreiben, denn der Markt ist immer noch in der Abwärtsrichtung unterwegs. In diesem Sinne, von dieser Seite des Desk, alles Gute und toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi.